Was geht ab, Vlog? Bei uns war heute wieder Putztag, deswegen ist hier auch unser Bettbezug so, weil wir draußen leider nur so ein kleines Waschreck haben, wo halt leider nur der Überzug drauf passt. Aber irgendwie muss man das ja vielleicht mal waschen, einmal die Woche. Wir haben jetzt schon alles schön geputzt und wir gehen jetzt erstmal brunchen, weil wir ja unsere Stühle nicht benutzen können. Wir haben eigentlich noch Rührei da, aber die Stühle brauchen wir, um unsere Wäsche zu trocknen, und die Bettwäsche brauchen wir, um das Bett zu beziehen. Also können wir auch nicht im Bett essen, deswegen müssen wir jetzt draußen was essen. Aber das macht auch nichts aus. So können wir hier so ein Breakfast-Restaurant ausprobieren, das hier direkt um die Ecke ist. Jonas möchte sich die Haare schneiden lassen beim Friseur. Wir sind sehr gespannt. Wir haben extra vorher Bilder gemacht von seiner Frisur, damit er Referenzen vorweisen kann, wie es aussehen soll. Und das ist eigentlich nicht so schwer, ist einfach nachschneiden bei ihm. Und dann gehen wir heute zu Asiatique Riverfront. Das ist wohl ein Nachtmarkt und da gibt es aber auch noch ein Riesenrad, was ganz cool aussieht. Wir wissen ja nicht, ob wir mit dem Riesenrad fahren. Oh nein, scheint mich, dass das 10 Euro kostet. Finde ich ein bisschen teuer für einmal Riesenrad fahren. Ja, das machen wir heute. Ansonsten heute eher ein chilliger Tag. Wir gehen noch ins Gym. Putztag ist halt, muss halt auch sein. Wir sind jetzt im Café Praline und es ist echt mega schön. Und wir haben jetzt einfach so viel bestellt, weil wir Hunger haben. Vor den Kater, gestern vor den Cocktails auf Jack Post haben geholt. Ich habe auch Kopfschmerzen, obwohl ich eigentlich nicht so getrunken war, weil es halt voll der schlechte Alkohol und super viel Sirup. Wir haben jetzt Sweet Potato Fries, Trüffelsuppe, frittierte Jalapenos, nochmal Sweet Potato Fries. Und so gegrillten Korn, der irgendwie mariniert ist, also gegrillten Mais, sah auf jeden Fall geil aus. Und zwei Kaffee. Es ist hier nicht super günstig, also es kostet alles so zwischen 200, 150, so für kleinere Gerichte. Größere Gerichte auch mal 350. Es gab auch mega geile Frühstücksteller, größere, aber es war fast alles mit Fleisch, also mit Speck oder so oder mit Lachs auch ganz viel. Und die haben so 300 gekostet, aber das ist halt voll in Ordnung. Dafür, dass es hier echt so fancy ist. Also mein Kaffee ist wunderschön und dieses Croissant, guckt euch mal dieses Croissant. Ist das nicht das schönste Croissant, was ihr jemals gesehen habt? Oh mein Gott! Also, da seht ihr unsere schönen Sachen, Trüffelsuppe, Korn, Pommes. Bei Jonas fehlen noch die Jalapenos. Leute, zieht euch mal die Trüffelsuppe rein, was für dicke Stücke Trüffel da drin sind. Ich frage mich, ob das echt ist, weil wenn, ist das ja echt anders. Ey. Richtig krass. Aber vielleicht sind es auch nur Pilze. Also der Jonas hat jetzt auch endlich seine Jalapenos. Die sehen so schön aus, also wirklich gar kein Fertigspaß, sondern selber frittiert, gar nicht so viel Panade. Richtig toll. Und dieser Mais, der ist einfach der Hammer. Der Jonas probiert jetzt seine Friseur-Experience. Der Jonas ist fresh, gestylt, wieder da. Und wie war das Erlebnis? Das Erlebnis war klasse. Ich wurde noch nie so gut behandelt. Bei Die dem hat sich gut gekümmert, ne? Bei dem Friseur, wo ich immer gehe, da wird einen immer am Kopf gezogen und in den Kopf reingehackt. Aber hier, das war richtig, richtig smooth. Aber sie hat auch zweimal Haare gewaschen, ne? Einmal am Anfang und dann hat sie die Haare sogar noch mal weggewaschen, die sie abgeschnitten hat. Aber für so eine kleine Person konnte sie einen echten Kopf zerdrücken. Die hat echt Power. Ja, also okay. Du bist zufrieden. Also was hat das jetzt gekostet? 300, also so 8, 9 Euro. Ist also eigentlich ein bisschen teuer, aber Grüße, das... Grüße gehen raus an meinem Friseur. Ich habe nur die Hälfte bezahlt als bei dir. Was aber trotzdem für hier irgendwie voll teuer ist, aber ich glaube, wir sind hier irgendwie... Wo wir wohnen, ist so ein Viertel, wo die Leute das einfach bezahlen. Es war auch wirklich ein schickerer Friseur. Es war jetzt nicht so, war glaube ich auch eher ein Frauenfriseur, weil sie musste dann noch jemanden holen, weil sie überfordert war mit Jonas Frisur, die halt hier keiner trägt. Und ja, aber es geht alles. Und sie hat das auch direkt verstanden. Also wir haben ihn ja abfotografiert und vorher nachher Bilder gezeigt und es war eigentlich gar keine Diskussion. So, Vlog, wir sind jetzt fertig für den Abendmarkt. Ich bin ein bisschen schick, weil ich ein Foto machen möchte. Wir haben unsere Wohnung geputzt, unser Bett ist frisch bezogen, das Bad ist geputzt, der Boden ist geputzt, alles ist gewaschen. Very good. Die Sonne geht gerade unter, das heißt, wir können jetzt auf den Nachtmarkt gehen. Und unser Vorleger, der trocknet da noch. Ups, sorry. Ne? Hashtag no filter und so. Genau, wir gehen jetzt zum Asiatik, gucken uns das Riesenrad an und den Nachtmarkt und schauen, ob wir eine Bluse für mich finden. Wir gehen nämlich morgen zum Dragon Tower. Das ist so ein cooler Tempel, aber mega weit außerhalb. Und da brauche ich eine Bluse.
weil es ein Tempel ist. Aber ich habe so eine Weste dabei, die habt ihr schon gesehen im Vlog. Die taugt aber gar nicht für Bilder, habe ich gemerkt, mit dem langen Rock. Das sieht einfach richtig doof aus. Und ich habe zwar auch eine Hose dabei, aber die hat ein anderes Muster. Das heißt, es passt irgendwie alles nicht. Ich habe es mir nicht so gut überlegt. Und deswegen brauche ich jetzt eine Bluse. Mal gucken, ob ich da eine finde. Sonst habe ich morgen ein Problem. Durch die craziesten Gassen gelaufen, weil Google uns geführt hat. Dann haben wir uns ein bisschen, dann konnte man da nicht lang. Und dann sind wir einen anderen Weg gelaufen. Und ich kann euch das irgendwie empfehlen, aber irgendwie auch nicht, weil das ist immer ein bisschen spooky. Aber wir haben es gefunden. Da sind wir. Okay, wir sind jetzt die Straße weiter runtergelaufen, weil wir nicht reingekommen sind, über die Straße gekommen sind. Und das ist der richtige Eingang. Das andere war das Parkhaus. Also bisher ist das viel schicker, als ich dachte. Also von der Aufmachung ist es auf jeden Fall schöner als auf Chatuchat Market. Allerdings muss man auch sagen, dass es deutlich teurer ist. Also alles ist relativ teuer, ne? Deswegen lohnt sich das von Schnäppchen nicht unbedingt. Aber es sieht hier halt ganz cool aus. Da ist auch das Riesenrad und es ist alles relativ schön. Auch die Restaurants sind halt etwas schicker. Aber ich habe das online auch in der Rezension gelesen, dass es halt sehr touristisch ist, fast nur für Touristen gemacht und das merkt man halt krass. Ne? Also hier sind wirklich nur Touristen und ja. Es gibt ja auch so Nike und Adidas Outlet Laden und wenn man den Preis nach zu urteilen geht, dann sind das auf jeden Fall Outlet, also original, weil es echt teuer ist, über 100 Euro. Oh mein Gott, es gibt eine Geisterbahn, I love it, ich will da mal fahren. Und dann hier dieses riesige Riesenrad. Also das Ticket kostet einfach sogar 500 Baht. Mega krass. Also ich glaube, man kriegt da eine ganze Kabine, aber sicher bin ich mir nicht. Und das ist halt schon sehr teuer. Also ich meine 500 Baht, wenn man es so teilen, ist 250 für jeden. Aber wenn das halt für jeden 500 Baht, dann ist das ja unglaublich. Das sind dann halt wirklich fast 15 Euro. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Oh, oh, oh. Also es sind hier schon sehr viele schöne Restaurants, aber auch Mücken. Also es erinnert ein bisschen so an so eine amerikanische Mall oder sowas. Also so richtig fake ist es halt alles, aber tatsächlich halt schön, ne? Und sauber. Fotogelegenheiten gibt es ja auf jeden Fall auch genug. So, wie fanden wir es? Sehr schön. Also es war tatsächlich wirklich schön gemacht. Richtig schön, wie so ein Disneyland-Style-Fake-Welt, die aber sehr schön ist. Allerdings auch wirklich sehr teuer. Ich habe ein Kleid gekauft und eine Bluse. Jetzt zeige ich euch nachher, was sie gekostet haben. Der Jonas hat ein Bier gekauft und das hat 10 Euro gekostet. Ja, setzt euch nicht hin, holt euch ein Bier im Supermarkt oder es gibt auch To-Go-Becher. Geht in kein Lokal und bestellt ein Bier. Also jetzt wir waren in dem Laden Wine I Love You und die Sache ist die, sie hatten halt zwei offene Weine, Rotwein zur Auswahl und das war's. Und sonst so Flaschenweine. Und der Laden hieß aber Wine I Love You, kein Weißwein offen. Ja, das war so ein bisschen schade. Ich habe dann so ein Melonending getrunken. Ja, aber an sich ist es echt sehr schön. Aber halt, die Restaurants sind auch unglaublich, unglaublich teuer. Also, das ist das Kleid, was ich gekauft habe. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich schön. Es gab es da eigentlich in Blau und in Weiß. Ich fand es in Weiß auch mega geil, so griechischer Göttin-Style. Aber das war todesdurchsichtig und ich dachte eigentlich, ich habe Blau gekauft. Ich wollte Schwarz und der Jonas sagt, sie hat mir gesagt, es gibt es in Schwarz. Und ich habe einfach nicht zugehört, weil mir das alles zu viel war mit dem ganzen Verhandeln. Es hat jetzt 400 gekostet, also ein bisschen mehr als 10 Euro, 11 Euro oder so. Finde ich aber eigentlich ganz okay. Also ich finde es tatsächlich schön und ich brauche es tatsächlich morgen für den Tempel. Und dafür habe ich auch noch eine Bluse. Und dann dieses Top, das brauche ich für morgen, um das drüber zu ziehen für den Tempel. Ich habe gar nicht gesehen, dass das schmutzig ist und ich musste so hart mit der Frau handeln. Sie sagte 550
Und ich meinte so, nee. Und dann sagt sie, ja, okay, was möchtest du denn bezahlen? Und dann meinte ich 300. Und dann meint sie, ja, okay, dann 450. Ich so, nee. Und dann meint sie 400. Und dann meinte ich so, nee. Und ich wollte halt jedes Mal gehen, aber ich wollte wirklich gehen, weil ich wollte nicht handeln. Das ist zwar auch die Strategie, wie man handelt, aber ich hasse handeln. Und dann meinte sie, naja, gut, 350. Dann dachte ich, na gut, für 350 unter 10 Euro. Und ich brauchte halt wirklich eine Bluse und alles andere hatte zu. Jetzt muss ich die aber waschen. Ich hoffe, die Scheiße geht raus. Ey, oh mein Gott. Was geht ab, Vlog? Es ist ein neuer Tag und wie schon angekündigt, fahren wir heute zum Dragon Temple. Das ist unser erster Ausflug von Bangkok aus. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir mit dem Grab oder Taxi dahin fahren, mal gucken, was wir bekommen. Das kostet ungefähr 500 Baht, also eine Richtung. Das ist zwar ein bisschen teuer, aber es geht sehr viel schneller als mit dem Zug und Bus, beziehungsweise man kommt gar nicht wirklich mit dem Zug oder mit dem Bus dahin. Wir haben das versucht rauszufinden, aber es gibt da einfach keine krasse Haltestelle und es gibt nur einen Tuckerbus dahin und der fährt tatsächlich über 3 Stunden und das wollten wir uns jetzt sparen für so einen Ort, wo es halt nur das gibt und man ist dann 1 Stunde da und fährt 3 Stunden zurück. Deswegen fahren wir mit dem Grab und zeigen euch den. Der sieht nämlich wirklich mega aus. Ich bin mal gespannt, ob die Online-Bilder dem gerecht werden. Wir sind jetzt 1 Stunde gefahren, sind durch dieses riesige Drachentor gefahren und sind jetzt tatsächlich da und da ist auch schon der Turm. Anstrengende Fahrt, aber auf jeden Fall hat sich das gelohnt. Das war irgendwie doch ein Taxi. Taxi kann man wohl auch über Grab rufen. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Guckt euch bitte allein mal dieses Eingangstor an. Das ist so schön, ey, unglaublich. Und das ist ja auch am Eingang direkt so eine riesige Statue. Auch wirklich so schön. Und da sieht man auch schon den Tower, aber das Gelände ist größer als mit dieser Tower. Wir schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um. Leute, what the fuck, das ist so groß, ne? Hier ist auch eine Karte, da seht ihr, was es alles auf dem Gelände gibt. Also wir stehen jetzt hier vor dem Dragon Tower, aber es gibt da noch andere Sachen. Und hier ist zum Beispiel auch hinter uns direkt so ein Wunschbrunnen. Also wir sind jetzt hier, wir mussten den Eingang finden und uns das ein bisschen erklären lassen. Wenn man ein bisschen zu gut ist, dann kann man eine Donation machen, muss man nicht, aber sollte man schon machen, finde ich, wenn man hier ist. Mit 100 Watt gegeben. Ich glaube, das war okay. Ich bin mir aber nicht sicher. Und jetzt gehen wir hier so eine kleine Treppe hoch und auch hier geht man in den Drachen rein. Dann geht ihr hier so lang jetzt. Übrigens geht ihr barfuß, weil es ein Tempel ist. Also es ist steil, aber bisher sind uns so wenig Leute entgegengekommen. Gucken, wie viele da jetzt oben sind. Also ich glaube, wir sind angekommen. Okay, wir sind jetzt oben. Es geht aber noch eine Stufe höher. Aber die Aussicht ist schon mal so krass. Hier kann man Gold donaten und dann kriegt man bestimmte Sachen. No, I'm not lonely when solo and solely exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open, I gave. Also man geht wirklich den ganzen Weg hier durch den Drachen bis nach ganz nach oben. Also es war so eine crazy experience. Until empty, got it all back by myself, no nobody can tempt me. If I also tatsächlich stand online, dass es verlassen ist hier. Deswegen muss man auch nur spenden. Es gibt keine richtige Eintrittsgebühr. Und die Nonnen kümmern sich hier drum. Aber die Mönche, die sich gekümmert hatten an irgendeinen Skandal 2004, haben deswegen das Kloster verlassen. Und seitdem ist es halt mehr oder weniger ja so ein bisschen sich selbst überlassen. An manchen Stellen sieht man das auch, aber also wirklich merkt man es nicht, also vor allem, weil es schon so lange ist. Also sie kümmern sich halt schon, aber es ist nicht mehr so, wie es eigentlich sich mal gehört hat. Wir versuchen jetzt mal in diese Schildkröte reinzukommen, da kann man nämlich auch durchlaufen. Und hier sind so wenig Touristen, Leute, ne? Also ohne Spaß, es sind wirklich, keine Ahnung, 5, 6 Touristen uns bisher begegnet. Also hier sind schon mehr Leute, die auch wirklich beten zum Tempel. Also ich denke mal, dass es Einheimische sind oder vielleicht aus anderen Orten aus Thailand, die nicht von Bangkok kommen und deswegen hier sind, um das zu sehen. Aber wirklich, also hier ist niemand. Wir laufen hier die ganze Zeit alleine. Das ist Wahnsinn.
Und überall diese süßen Tierstatuen. Man fühlt sich ein bisschen wie im Dschungel. At the question means clearing design flaws can't keep love. So, und hier kommt die Delfinbrücke. Wir sind hier gerade über um die Ecke gegangen und jetzt sieht man das hier. Schaut euch mal bitte an, wie detailreich das gemacht ist. Also hier kann man wirklich an jeder Ecke irgendwas sehen. So cool. Hier krabbelt auch so ein Surf lang. Hier sind so viele Tiere. Fische sind da auch. Da ist einfach eine Schlange, seht ihr den Schwanz? Und wir haben uns die ganze Zeit gewundert, was hier so raschelt. Und das sind einfach Schlangen im Gebüsch. Und ich habe ins Gebüsch schon gefasst, um die Maus aufzuschrecken. Leute, scheiße, seht ihr die Schlange? Die Schlange starrt uns genauso an, wie wir sie. Seht ihr sie? Da ist der Kopf. Oh mein Gott. Die ist halt einen Meter lang, ne? Guck mal, wie die da hochgeht. Oh Gott, das heißt, die Äste fallen hier die ganze Zeit runter, weil Schlangen in den Bäumen sind? Okay, next level von 4 unlocked. So, wir versuchen jetzt mal hier bestimmte Orte zu treffen, die uns dann Sachen erfüllen sollen. Willst du treffen den Drachenmund? Ja. Okay. Ja. Abgeprallt gilt es trotzdem. Also wir haben uns einfach so viele Münzen da reingeworfen und wir haben tatsächlich einige Sachen getroffen. Also wir werden lange leben und berühmt sein und wow, was ist das? Nee, das sind Schmetterlinge, oder? Also was ich sagen wollte, dass wir alles abgeworfen haben, was nur ging, für möglichst viel Glück. Und jetzt kann ja nichts mehr schief gehen, oder? Also der Weg ist jetzt zu Ende und jetzt auf einmal ging hier irgendwie runter. Und das ist versteckt, wir haben das noch gar nicht vorher gesehen. Und wir wissen überhaupt nicht, wo uns das jetzt hinführt, ehrlich gesagt. Ah, da hinten. Hier ist einfach noch so ein Secret Underground Tempel. Ich weiß nicht, warum ich flüstere, weil hier ist keiner, aber irgendwie ist das total creepy. Da vorne ist jetzt einfach der Mund von der Schildkröte. Und da geht man jetzt raus. Ich zeige euch das von außen. Das ist die große Schildkröte, die wir gesehen haben. Und man kommt quasi durch das Maul jetzt wieder raus. Voll krass, wie so eine Art Wiedergeburt einfach. So, und? Seht ihr, da sind wir jetzt rausgekommen. Mega cool. Da ist noch eine Schlange. Das ist eine Babyschlange. Oh mein Gott. Nachdem wir den Weg mit 108 Biegungen genommen haben, den Weg des Buddha, sind wir jetzt hier rausgekommen. Ist schon so cool. Und wie fanden wir es? Sehr schön. Wirklich? Also wirklich sehr schön. Unglaublich. Also, dass es verlassen ist, merkt man wirklich kaum, außer dass die Pflanzen wild wachsen, was aber halt mega cool ist. Es gibt so viele Tiere zu sehen, verschiedene Schmetterlinge, Schlangen, kleine Schlangen, große Schlangen, was irgendwie krass war, weil wir das nicht gecheckt haben. Und an sich einfach, es ist so toll. Wenn ihr da seid, dann geht nicht nur zum Drachenturm, sondern geht auch diesen Weg ab. Weil da sind so viele kleine, schöne Details, diese Delfinbrücke, ganz viele Schreine, verschiedene Tiere. Also wirklich, es ist einfach nur so, so, so toll. Wir gehen jetzt hier noch was essen um die Ecke. Also 20 Minuten zu Fuß. Wir haben mal geguckt, weil wir jetzt schon Hunger haben und wir müssen ja auch eine Stunde zurückfahren. Und hier sind überall Taxis. Also ich denke, wir nehmen gleich ein Taxi zurück. Wir gucken mal, ob wir das über Grab buchen können, damit wir nicht so viel Bargeld brauchen. Und zur Not kann man es aber auch so nehmen. Ich glaube, die Taxis kosten wahrscheinlich ähnlich wie das Grab. Wir laufen jetzt hier lang und das sind einfach Kokosnussplantagen. Überall Kokosnusspalmen. Mega cool. 20 Minuten Fußwalk und da gehen wir jetzt rein. Das sieht doch schon mal cool aus. Okay, und das sieht Indo einfach so aus. Seht euch das rein, wie schön das einfach ist. Wir haben jetzt hier eine Trüffelpizza bestellt. Die sieht richtig nice aus, aber wir haben irgendwie nur eine, aber wollten eigentlich jeder eine. Aber wir essen jetzt erstmal die und gucken dann, ob wir noch eine zweite bestellen. Das ist ein Kokosnuss-Affogato. Und guck bitte, wie schön das angerichtet ist. Mit so einem Blümchen. Und die Löffelchen sind so toll. Und den Sticker auf dem Glas vergessen wir jetzt mal. Aber wie toll! So, meine Freunde, dieses Affogato war insane.
Und das war's für heute mit dem Vlog. Also, wenn ihr in Bangkok seid, solltet ihr euch die Zeit für diesen Tempel nehmen, weil es einfach nur der Hammer. Und dann die 20 Minuten über die Kokosnussplantage laufen und zu diesem Café kommen, denn auch das war sehr nice. Nicht super billig, aber dafür, was man bekommen hat, war es vollkommen okay. Also wirklich richtig, richtig toll. Wir sehen uns dann bei der nächsten Sache, die wir tun, aber die wissen wir immer noch nicht. Also, bye!